rufe auf den Punkt 70 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der CDU. Treffen eine Aktuelle Stunde, neues Landesprogramm Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen, erhöht Chancen für Langzeitarbeitslose in Hessen. Das ist 19/22/34, soll mit aufgerufen werden. Der Antrag der SPD, Top 28, Drucksache 19/18/04, der dann nach der Aussprache direkt in den Ausschuss SIA verwiesen werden soll. Es beginnt der Kollege Dr. Norbert Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen hat Vollbeschäftigung. Es gab noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Der Fachkräftemangel ist das Hauptproblem der Arbeitsmarktpolitik. Wir haben aber auch 130.000 Langzeitarbeitslose. Durch das Programm Kompetenzen entwickeln, Perspektiven eröffnen, will Hessen Wege aufzeigen, auch Ihnen einen Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Langzeitarbeitslosen haben meist mehrere Vermittlungshindernisse, die Ausbildung und Arbeit verhindern. Erstens sind es Faktoren der Berufsbiografie, abgebrochene Berufsausbildung, manchmal kein Schulabschluss. 68% haben keinen Berufsabschluss, 26% keinen Schulabschluss. Dies ist oft aber nicht der einzige Grund, nicht der alleinige Grund, schlechte Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu haben. Es kommen Faktoren hinzu, die personenbezogen die Türen zu Ausbildung und Beruf schließen. Krankheit, einschließlich Suchtprobleme, besondere Herausforderungen in der Familie, Alleinerziehung, viel Kinderhaushalt, Pflegebedürftigkeit in der Familie. Wir wollen, dass Konzepte entwickelt werden, dass wenigstens ein Vermittlungshindernis abgebaut wird, damit dann Chancen für den ersten Arbeitsmarkt eröffnet werden. Wir wissen, dass die bestehenden Arbeitsmarktprogramme sich oft nur einem Vermittlungshindernis widmen, sodass Menschen mit vielfältigen Problemen teilweise durch soziale Netz gefallen sind. Jobcenter, Unternehmen, Kreise und kreisfreie Städte und karitative Organisationen können jetzt durch unser Programm Modelle entwickeln, die folgende Voraussetzungen erfüllen. 30% der teilnehmenden Arbeitslosen eines Projektes müssen in einem Unternehmen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, gegebenenfalls in Teilzeit, damit sie die Tagesstruktur im Arbeitsleben praktizieren und damit Kontakte zwischen künftigen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geknüpft werden. 30% der Langzeitarbeitslosen sollen in Familienverantwortung sein, weil wir wissen, dass 42% der Langzeitarbeitslosen in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern leben. Es müssen körperliche oder psychosoziale Erkrankungen vorliegen, und es müssen Defizite in der Schul- und Berufsausbildung vorhanden sein. Für diese Projektentwicklung stellt das Land in dieser Legislaturperiode 10 Millionen Euro zur Verfügung. 10 Millionen Euro. Diese Haushaltsmittel sind innerhalb des Sozialbudgets gesichert. Obwohl das Land gar nicht für Arbeitsmarktförderung zuständig ist, das ist der Bund, wollen wir Impulse setzen, den Menschen, die im Arbeitsmarkt schlechte Startchancen haben, einen Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen. Das ist eine richtige Prioritätensetzung, und das gebührt den Dank gegenüber unserer Landesregierung und besonders dem Sozialministerium, meine Damen und Herren. Wir wollen Anreize setzen, dass Arbeitsmarktintegration auch für diesen Kreis von den Grundsätzen Fördern und Fordern geleitet wird. Programme müssen zielgenau und individuell für die betroffenen Personen sein. Das Programm muss regional entwickelt werden, und im Detail muss, und nicht jedes Detail muss staatlich vorgeschrieben sein. Die Arbeit im Unternehmen muss wesentlicher Bestandteil der Integration sein. Die Herausforderung der Langzeitarbeitslosigkeit muss einen familienbezogenen Lösungsansatz beinhalten.
Die Programme sollen im Wettbewerb zueinander stehen und sollen lernende Systeme sein. Wir erwarten, dass die Zuschüsse für das einzelne Projekt von bis zu 750.000 € bei einem Gesamtvolumen von 10 Millionen € durch Nachhaltigkeit, Nachahmung und Modellcharakter eine deutlich größere Wirkung entfalten, als es der Betrag zunächst vermuten lässt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ralf-Norbert Bartelt. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Decke, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Berg reiste länger als ein Jahr, und er gebar am Ende ein Mäuschen. Ob daraus noch eine Maus wird, das wird sich zeigen. Dieses Fazit könnte man aus der Präsentation Ihres Konzeptes ziehen. Und vielleicht war das auch der Grund, warum bei der Vorstellung von der Presse, glaube ich, nur zwei Journalisten da waren. Sie bezeichnen das als ein innovatives Förderinstrument. Wir haben Zweifel, ob das in Wirklichkeit der große Wurf ist, an dem wir Sie 12 Monate lang zu arbeiten zumindest vermuteten, meine Damen und Herren. Aber besser spät als nie. Und immerhin, das konzidieren wir Ihnen, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist Ihr gewiss ernst gemeinter Versuch, Herr Ministerpräsident, langzeitarbeitslose Menschen mit mehrfachen Handicaps in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen. Und im Grundsatz begrüßen und unterstützen wir alles, was dazu beiträgt. Aber ob Ihr Konzept, was Sie vorgelegt haben, am Ende wirklich zum Erfolg führen wird, den wir uns wünschen, nämlich eine großmögliche Zahl von Langzeitarbeitslosen in die geregelte Arbeit zu bringen, spätestens an diesem entscheidenden Punkt überfällt uns allerdings eine ziemlich große Skepsis. Ich will das auch kurz begründen. Ihr Konzept ist z.B. an eine Vielzahl von Bedingungen geknüpft. Für Antragstellende wird es nicht einfach sein, diese alle zu erfüllen. Wenn Sie überhaupt in den Genuss einer Auswahl kommen und im Wettbewerb im Vorabentscheid nicht schon leer ausgegangen sind. Und die nächste Hürde, dass das Projekt zunächst auf 8 Jahre begrenzt ist und wahrscheinlich auch maximal 300 Menschen erreichen wird. Und diese Begrenzung führt wahrscheinlich auch dazu, dass nicht alle Regionen in Hessen dabei zum Zuge kommen werden. Aber ein ganz gravierender Punkt ist, dass die Konzepte von den Antragstellern bis zum 30. September wohlgemerkt dieses Jahres vorgelegt sein oder eingereicht sein müssen. Und, meine Damen und Herren, wir schreiben heute den 23. Juli. Das wird dann an der Stelle verdammt eng. Und über diese Frist sollten Sie noch einmal nachdenken. Wenn die Ausschreibungsfrist kaum jemand erreichen kann oder nur schlecht erreichen kann, dann droht natürlich dieses Konzept schon am Anfang, bevor es überhaupt begonnen hat, zum Flop zu werden, meine Damen und Herren. Und dies alles vorangestellt, ist Ihr lang angekündigtes Förderprogramm eigentlich mehr eine Ausschreibung mit vielen Kriterien, weniger ein Konzept. Und da fragt man sich auch schon, und das muss erlaubt sein, warum Sie dafür so lange gebraucht haben. Sie haben es vor über einem Jahr in Ihrem Koalitionspapier bereits angekündigt. Das hätte man sicherlich, das, was Sie vorgelegt haben, auch früher haben können. Und dann hätten wahrscheinlich wesentlich mehr Bewerber mehr Zeit gehabt, hier ein komplexes, und das fordern Sie ja ein, ein komplexes Konzept fristgerecht vorzulegen. So sehr man, sage ich ja, schauen wir mal, so sehr man hoffen mag, dass dieses vorgelegte Programm Langzeitarbeitslosen auch wirklich helfen mag, so sehr muss man auch endlich erkennen, dass dies angesichts der auch in Hessen konstant hohen Zahl langzeitarbeitsloser Menschen, Kollege Dr. Bartel hat es zu Recht angesprochen, zu wenig ist und dass eine weitere und weitaus größere Anstrengung bedarf, um dieser Problematik Herr zu werden. Und um dies deutlich zu machen, haben wir mit Ihrem kollegialen Einverständnis unseren Antrag noch einmal mit aufrufen lassen. Und wenn wir uns in Hessen diesem Problem ernsthaft und in größerem Maße als bisher annehmen wollen, und wir Sozialdemokraten wollen das, meine Damen und Herren, dann müssen wir auch zu anderen, effektiveren Instrumenten greifen. Der Passiv-Aktiv-Transfer zum Beispiel wäre ein solches Instrument, mit dem man mehr Menschen erreichen würde als zum Beispiel mit dem Programm, das vorgelegt worden ist.
Und deshalb bleibt für uns in hohem Maße die Frage virulent, ob die Landesregierung und die schwarz-grünen Regierungsfraktionen eine notwendige Änderung der bundesgesetzlichen Regelung unterstützen würden oder nicht, meine Damen und Herren. Es ist selbstverständlich eine bundesgesetzliche Regelung, und es ist in erster Linie Aufgabe des Bundesgesetzgebers. Aber wir haben in diesem Hause bei anderen Diskussionen an anderer Stelle schon mehrfach versucht, Ihnen zu entlocken, ob Sie denn einem solchen Modell, diesem Passiv-Aktiv-Transfer, das in Berlin schon längst diskutiert wird und durchaus auch mit konkreten Papieren hinterlegt ist, näher treten können, weil wir damit mehr Menschen erreichen würden. Und wir würden uns freuen, wenn von Hessen aus ein Impuls nach Berlin geschickt würde, nach dem Motto, wir unterstützen das auch von Hessen, wenn der Bundesgesetzgeber in der Richtung tätig werden würde. Und deswegen auch hier an dieser Stelle noch einmal dieser Appell. Also alles in allem betrachtet, meine Damen und Herren, wird das am vergangenen Montag auf den Tisch gelegte hessische Förderprogramm voraussichtlich zu wenige Menschen erreichen. Das bedauern wir sehr, wenn es so kommen würde. Und wenn wir uns es genau anschauen, scheint in der Tat die Skepsis groß zu sein, ob das wirklich der effiziente Weg ist, um Langzeitarbeitslosen wirklich auch dauerhaft und in dem Maße zu helfen, wie wir es in Hessen eigentlich bräuchten. Aber wir werden das Programm kritisch, aber konstruktiv begleiten. Das ist keine Frage. Wir werden aber auch weiter darauf drängen, meine Damen und Herren, insbesondere von CDU und GRÜNEN, dass wir andere und weitreichende Wege zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit einschlagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Decke. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Decker, das war, ich muss sagen, sehr moderat für eine Oppositionspartei. Das haben wir sehr gerne zur Kenntnis genommen. Aber, ja, weil ich zwei Tore geschossen habe. Vielen Dank, mein lieber Trainer. Aber lassen Sie mich vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich in der Sache geht. Wir haben im Kern trotz guter Konjunktur haben wir viele Menschen Arbeitsplätze bekommen, und wir stellen aber trotzdem fest, wir haben eine starke, verfestigte Arbeitslosigkeit bei einem speziellen Segment von Menschen, die länger als zwei Jahre arbeitslos sind. Die bisherigen Arbeitsmarktinstrumente auf Bundesebene haben nicht dazu geführt, dass wir diese Langzeitarbeitslosen in Arbeit bekommen. Was sind das für eine Zielgruppe? Das sind Menschen, die mehr als zwei Jahre arbeitslos sind, die meistens eine schlechte Berufsqualifizierung haben, die trotz vieler Fortbildung und Schulung eben den Weg nicht wieder in den ersten Arbeitsmarkt gefunden haben. Also, Sie haben darüber hinaus, das weißt du auch, lieber Kollege, haben Sie mit einer Menge Problemen zu kämpfen, wie Sucht, psychische Erkrankungen. Sie sind isoliert, meist auch verschuldet, und Sie haben sehr unstete Biografien, um es freundlich zu formulieren. Und wenn man das weiß und als Bundesregierung für diesen Arbeitsmarkt zuständig ist und trotzdem immer wieder nur mit traditionellen Arbeitsmarktprogrammen reagiert, in dem Fall Lohnkostenzuschüsse, und feststellt, darüber stellen die Unternehmen alleine nicht ein, dann muss man sich etwas Neues einfallen lassen. Dann muss man sagen, wir wollen dieser Gruppe von Arbeitslosen helfen. Wir wollen sie nicht in dieser Langzeitarbeitslosigkeit sitzen lassen. Wir wollen ihnen eine Perspektive geben. Wir wollen ihnen wieder einen Zugang zum Arbeitsmarkt schaffen. Aber das, was wir bisher hatten, hat nicht gereicht. So, und dann kommt das hessische Programm, das wir heute hier diskutieren, das nämlich einen innovativen und kreativen Ansatz hat. Es hat nämlich keinerlei strikten und unflexiblen Vorbindungen, wie es z. B. bei den Jobcentern oft ist. Damit gelingt Folgendes. Wir können mit den verschiedenen Akteuren vor Ort, mit den Kommunen, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit Beschäftigungsträgern und vor allem aber auch mit Unternehmen gemeinsam ausprobieren, die nächsten Jahre, fünf Jahre lang, können wir ein Experiment versuchen. Wie bekommen wir Menschen wirklich raus aus der Arbeitslosigkeit? Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch wirklich ein gutes Zeichen in dieser Stunde. Diese Menschen werden also betreut, sie werden begleitet, sie werden beraten. Sie können die Möglichkeit haben, von ihren sogenannten Vermittlungsverhältnissen wegzukommen, aus der Sucht, aus der Verschuldung. All das gab es bisher so in dieser intensiven Form noch nicht. Aber was ein Herzstück dieses Programms ist, und dafür werben wir auch,
Das ist nämlich das, dass sie nicht nur für wenig Geld angestellt werden, sondern sie bekommen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Und warum? Weil es darum geht, diesen Menschen auch wieder die Würde zu geben und zu sagen, ihr seid gewollt in der Mitte unserer Gesellschaft, wir wollen ihnen Teilhabe geben. Und das ist ein wichtiger sozialpolitischer Ansatz dieser Landesregierung, und das finde ich außerordentlich wichtig. Drittens. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie kommt man auf diese Frage sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz? Weil es schon lange diese Diskussion gibt. Und deswegen kann ich Sie auf leider die Bundesregierung aus CDU und SPD nicht aus der Verantwortung lassen. Diese Diskussion, fachpolitisch genannt Passiv-Aktiv-Transfer, es geht darum, dass man die Sozialhilfeleistung tatsächlich aktivieren kann, dafür, dass man es den Menschen oder in die Hand drückt und sagt, dafür finanzieren wir euch dauerhaft einen Arbeitsplatz. Diese Diskussion wird seit Jahren geführt. Den Einstieg in den sozialen Arbeitsmarkt. Weil wir wissen, einer bestimmten Gruppe von Langzeitarbeitslosen werden wir momentan nicht in den ersten Arbeitsmarkt helfen, aber sie brauchen eine Beschäftigung in Würde. Und wenn man das weiß, muss man auf Bundesebene endlich die Regelung so schaffen, dass es alle Langzeitarbeitslosen diesen Weg eröffnet wird, die mit vielen Vermittlungshilfen, großen Problemen kämpfen, dass man ihnen eine Beschäftigung in Würde gibt. Und dazu, meine liebe Damen und Herren, ist es notwendig, dass die Bundesregierung endlich die gesetzliche Regelung schafft. Deswegen sind wir in Hessen so wenig, und wir würden gerne mehr machen. Aber, liebe Leute, liebe SPD, lieber stellvertretender Parteivorsitzender Schäfer-Gümbel, helfen Sie uns in Hessen, dass wir mehr Langzeitarbeitslose beschäftigen können. Ich glaube, Fazit, das ist ein gutes, ein kreatives, ein innovatives Programm. Wir werden sehen, wie wir tatsächlich mit diesem Instrument die traditionellen Wege verlassen können durch die Vernetzung verschiedener Akteure. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, wie es uns gelingt, diese verfestigte Arbeitslosigkeit aufzubrechen. Das wird längst nicht alle Langzeitarbeitslosen davon profitieren können. Aber wir werden exemplarisch hoffentlich dokumentieren können, dass wir einen richtigen perspektivischen Weg zeigen können. Wir stellen dafür 10 Millionen € zur Verfügung. Das sind wahrlich keine Peanuts. Das ist eine große Leistung für ein Land, das sich auf die Schuldenbremse festgelegt hat. 2 Millionen jährlich, 10 Millionen in 5 Jahren. Das ist ein großartiges Projekt. Ich glaube, wir können heute stolz sein auf dieses Projekt. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Aber das ist ganz sicher ein gutes Zeichen für die Langzeitarbeitslosen in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ja ein Programm, das jetzt hier von der CDU als Aktuelle Stunde mit eingeführt wird, das zum Selbstlob führen soll. Es soll also diese 10 Millionen, von der der Herr Bocklet jetzt noch einmal gesprochen hat, die schon im Haushalt drinstehen, also das war sozusagen schon verabredet, dass sie über 5 Jahre im Grunde genommen für 300 Teilnehmende ausgegeben werden sollen. Also, Sie loben sich dafür und stellen gleichzeitig eine Bedingung, die der Kollege Decker schon angesprochen hat, dass bis zum 30.09. die Anträge gestellt sein müssen. Das ist natürlich sehr ambitioniert, wenn man weiß, dass wir jetzt eigentlich Feriensaison haben. Und dann wird es sicherlich schwierig, auch in der Arbeitsagentur sind Menschen wahrscheinlich nicht in der Menge präsent, wie das sonst üblich ist. An die Langzeitleistungsbeziehenden soll es, das ist ein schönes Wort, Langzeitleistungsbeziehenden soll diese Leistung angedockt werden, die schon eine ganze Menge an Anforderungen erfüllen müssen. Sie sollen 2 Jahre SGB-II-Leistungen bezogen haben und aufgrund individueller Probleme wie Sucht usw. So bisher keine Vermittelbarkeit erreicht haben. 30% der Teilnehmenden einer Maßnahme sollen Familienverantwortung tragen, 30% auf den ersten Arbeitsmarkt tätig werden. Gerade aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen in einer Beschäftigungsgesellschaft in den 90er Jahren weiß ich, dass diese Anforderungen kaum zu erfüllen sind. Eine weitere Zielgruppe sollen Menschen mit Suchterkrankungen sein. Wir hatten die Landesregierung schon früher dafür scharf kritisiert, dass sie die Unterstützung für die niederschwelligen Projekte für suchtkranke Menschen, die mit einem Einstieg in den Arbeitsmarkt
unterstützt werden sollen, mit einer kleinen Aufwandsentschädigung dann einfach liquidiert haben. Diese wurden mit dem Haushalt 2015 ersatzlos gestrichen. Dies ist als Alternative, was Sie jetzt vorlegen, zu verkaufen, ist einfach unseriös. Wie sollen die Suchthilfeprojekte diese Kriterien erfüllen? Sie wollen tatsächlich die Leistungen der Landesregierung herausstellen, dass sie ein Programm für 300 von 132.000 arbeitssuchenden Langzeitarbeitslosen und Bezieherinnen hier aufsuchen wollen. Das heißt, jeder 440. Das heißt, 0,22% der betroffenen Personengruppe sollen die Möglichkeit in den nächsten 5 Jahren haben, eine Unterstützung zu erreichen. Dies ist eine wenig ambitionierte Maßnahme. Besonders beschämend ist dies verglichen mit den Erfahrungen der 90er Jahre. Herr Kollege Bocklet, wir kennen diese Situation, in der ich als Geschäftsführer der Werkstatt Frankfurt tätig war. Und da waren bei uns in der Werkstatt Frankfurt alleine 1.200 Menschen beschäftigt, und das zu tarifvertraglichen Bedingungen. Und eine solche Einrichtung wie die Werkstatt Frankfurt gab es in Hessen flächendeckend. Das heißt, mit dem Programm Arbeit statt Sozialhilfe, das damals das Land Hessen aufgelegt hatte, konnte viel mehr erreicht werden und die Arbeitslosen- und Langzeitarbeitslosenzahlen von damals gleichen in etwa denen, die wir heute haben. Das war auch damals nicht der Himmel auf Erden, und es gab bereits unseren Anforderungen entsprechend sicher weitergehende Zielvorstellungen, also beispielsweise nicht nur die anderthalbjährige Beschäftigung, sondern auch längerfristige Beschäftigung. Immerhin 10% der Menschen, die bei der Werkstatt Frankfurt waren, waren Dauerarbeitsplätze, die dort in Festanstellungsverhältnissen waren. Das traf vor allen Dingen diejenigen, die aus der Obdachlosigkeit zu uns gekommen sind. Es ist also wichtig, dass wir die Programme und das Land wieder in die Pflicht nehmen, solche Dinge zu organisieren, die tatsächlich wieder Neuland betreten. Diese Projekte wurden damals mit den Hartz-IV-Gesetzen und den 1-Euro-Jobs außer Kraft gesetzt. Und damit war im Grunde genommen ein solches Hilfeinstrumentarium, das gut angedacht war und sicherlich auch viele Erfolge hatte, außer Kraft gesetzt. Ich will noch einmal ganz kurz auf unsere Erfahrungen eingehen, die wir gemacht haben, dass die Langzeitarbeitslosigkeit tatsächlich bekämpft werden muss. Dazu brauchen wir den Ausbau und keine Schrumpfung des öffentlichen Dienstes vor allen Dingen. Das wäre unser Ansatz. Wir müssen sinnvolle, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen, von denen die Menschen leben können. Und wir brauchen, wie gesagt, einen öffentlichen Beschäftigungssektor. Kollege Van Ooyen, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir sollten uns auch das Beispiel Thüringen ansehen, wo auch tatsächlich mit 2 Millionen Einsatz gearbeitet wird, aber wo im Kontext mit der Arbeitsagentur neue Wege gegangen werden und das bei einem ganz anderen Volumen von Langzeitarbeitslosen, die in Thüringen darüber versorgt werden. Da geht es immerhin um 1.000 Menschen, die jährlich dort eingestellt werden und betreut werden. Ein solches Programm wäre etwas ambitionierter, sicherlich für Hessen auch wünschenswert. Dazu kommt es aber leider nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Van Ooyen. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es wird mal Zeit, dieses Programm, das Sie hier vorstellen, aufgelegt haben, mal in den richtigen Rahmen zu rücken. Ich habe immer mal während der Debatte zum ehemaligen Arbeitsminister Jürgen Banser geschaut und habe überlegt, ob er sich nicht doch mal zu Wort melden will. Weil wir haben ja Arbeitsmarktprogramme gehabt, eigene in Hessen, und wir haben die evaluiert und haben festgestellt, dass diese Arbeitsmarktprogramme in der Form als Land nicht optimal umsetzbar sind. Wir haben bundesweit uns entschieden, diese Aufgabe entsprechend anders zu organisieren. Da war federführend das Land Hessen zuständig, und wir haben jetzt aber festgestellt, und da gebe ich Ihnen recht, dass es zu einer Verfestigung im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit gekommen ist.
Da muss man überlegen, wie kann man da drangehen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass das Land Hessen vielleicht dann, wie das früher auch mal der Fall war, mit seinen Ideen zur Arbeitsmarktpolitik im Bundesrat und Berlin angeklopft hat und sich da auch mal mit lauter und energischer Stimme mal meldet und sagt, hier ist Reformbedarf, das müssen wir machen. Das wären die Aufgaben und nicht mit Konzepten, die wir eigentlich evaluiert und zur Seite gelegt haben in Hessen, wieder um die Ecke zu kommen. Ich erinnere mich, dass wir uns entschieden haben, da die Kommunen jetzt hier die Aufgabe für uns umsetzen oder auf kommunaler Ebene die Aufgaben umgesetzt werden, dass wir Arbeitsmarktbudgets eingeführt haben. Und diese Arbeitsmarktbudgets, die gehen noch auf Initiative von ehemaligen Arbeitsminister Banzer zurück. Das ist eine passgenaue Lösung. Da wird Geld des Landes zur Verfügung gestellt für die Kommunen im Bereich flexibel agieren zu können außerhalb der strikten Grenzen, die nun einmal die Bundesgesetzgebung vor Ort setzt. Und da möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, wenn Sie heute ein 10-Millionen-Programm machen für 200, maximal 300 Menschen, dann ist das eine Fördersumme von 35.000. Bitte? Dann sind das enorme Fördersummen, die dort zum Tragen kommen. Und wenn Sie das für alle Langzeitarbeitslosen umsetzen wollen, wenn Sie sich diese Zahlen einmal vergewärtigen, dann sind das riesige Summen. Und Sie stellen fest, dass das gar nicht das tragfähige Modell sein kann, sondern das kann wieder nur klassische Symbolpolitik sein. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Debatte, warum es zu einer Verfestigung bei der Langzeitarbeitslosigkeit gekommen ist und wie wir daraus wie wir dort wieder rauskommen. Ich habe das schon einmal zu einer anderen Debatte hier gesagt. Ich glaube, dass die reine Fixierung im SGB II auf reine Vermittlung, schnellstmögliche Vermittlung in den Arbeitsmarkt, ein Stück weit aufgebrochen werden muss. Wir brauchen dort die Möglichkeit der nachhaltigen Entwicklung, der Menschen, die dort im System sind. Und das liegt eben daran, dass wir eben auch die Möglichkeit der Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten schaffen müssen im SGB II. Das alleinige Ziel der schnellstmöglichen Vermittlung in den Arbeitsmarkt kann nicht allein als Ziel in diesem Gesetz bleiben, sondern es muss auch als weiteres Ziel die Möglichkeit bleiben, dass man sich dort eben auch was Bildung und Ausbildung angeht, weiterentwickeln kann. Und aus meiner Sicht ist das, was Sie jetzt hier auflegen, eine Wiedergeburt von Modellen, die wir mal hatten, die Modelle evaluiert haben, die Modelle als viel zu teuer bei der Umsetzung festgestellt worden sind und die auch systematisch all dem widersprechen, auf das wir uns in einem ganz großen Parteienkonsens, Fraktionenkonsens im Bundestag mal verständigt haben. Es ist etwas, und das muss ich dem Kollegen Bocklet zugestehen, es ist sein Lieblingsprojekt, mit dem er uns ja mehrere Jahre hier schon in Debatten beglückt hat. Er hat es jetzt durchgesetzt als sozialpolitischer Sprecher oder arbeitsmarktpolitischer Sprecher in der Koalition. Die Union hat an der Stelle nachgegeben. Man hat jetzt dieses Konzept auf den Weg gebracht. Da hat man ein Stück des Koalitionsvertrags abgehandelt. Aber es ist weder effizient, es ist viel zu teuer, es durchbricht alle bisherigen Regeln. Und was wir evaluiert haben, spricht eindeutig gegen diese Form. Und wir werden am Ende eine bürokratische oder sehr teure Art eines Programmes haben. Und natürlich wird nicht, glaube ich, nur ich, auch andere Sozialpolitiker werden am Ende in den kursorischen Lesungen mal abfragen, wie viel Geld in dem Programm noch vorhanden ist, wie viel abgerufen worden ist und wie viel sie überhaupt umsetzen konnten. Das wird bestimmt auch eine spannende Diskussion. Von daher, ich glaube nicht, dass das der große Wurf ist. Sie setzen an der falschen Stelle an. Hessen müsste wieder, was die Arbeitsmarktpolitik angeht, in Berlin anklopfen und müsste seine Stimme erheben für nachhaltige Änderungen im Hinblick auf die Frage der Qualität von Bildung, in der Frage von Schulung, in der Frage von Weiterentwicklung und der Möglichkeit von Menschen im Langzeitzug von oder Langzeitarbeitslosen hier eine Möglichkeit zu bieten, sich nachhaltig aus ihrer Situation zu befreien. Und das wären die richtigen Wege und nicht solche Symbolpolitik, die wir allerdings von den GRÜNEN auch hier zur Genüge kennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, man muss, um die Dimension zu sehen und auch den Ansatz zu sehen, schon noch einmal die Rahmenbedingungen klarstellen. In der Tat, ungefähr zwei Drittel der in Bundesdeutschland registrierten Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose. Diese Zahl verfestigt sich bundesweit. Es ist in allen Ländern so, damit auch in der Bundesrepublik Deutschland so.
Es wird kritisiert, dass ein Programm ausgelegt wird eines Landes, das eine weitere Säule innerhalb der Arbeitsmarktpolitik des Landes darstellt. Wir sind sehr erfolgreich mit den Arbeitsmarktbudgets, die wir mit den kommunalen Gebietskörperschaften vereinbaren, egal ob gemeinsame Einrichtungen oder Jobcenter, in denen wir Ziele festlegen, wie beispielsweise die Quote der Alleinerziehenden, die zu vermitteln ist, in ein erstes Arbeitsmarktverhältnis, wie Menschen mit Behinderungen zu integrieren sind. Eine sehr erfolgreiche Arbeit, die geleistet wird. Mit unseren Ausbildungsbudgets schaffen wir es, benachteiligte Jugendliche mit einer Quote von 60-70% in ein Ausbildungsverhältnis zu vermitteln, weil Arbeitslosigkeit zum Beginn eines Lebens oder eines Erwerbslebens ist fast das Schlimmste, was passieren kann. Und trotzdem haben wir diese Anzahl. Jetzt wird kritisiert, Mensch, so viel Geld für so wenig Leute. Das Bundesprogramm der hier, Herr von Neuen, kritisiert 300 oder also auf jeden Fall. Wer nimmt die Kritik an, Herr Rock? Zum Beispiel, ja, dann kann ich es eben sagen. Dann will ich es auch versuchen, auch zu erklären. Das Bundesprogramm von Frau Nahles mit vielen, vielen Millionen wird ungefähr 600 Personen in Deutschland, in Hessen erreichen. Und der Mitteleinsatz, der dafür aufgewendet wird, sind 27 Millionen Euro für 3 Jahre. Und er wird sich nur an einen Personenkreis widmen, der mindestens schon 4 Jahre im Leistungsbezug ist. Und wir wissen aber, dass von den Langzeitarbeitslosen ungefähr 45.000 in Hessen, um die Zahlen zu sagen, zwischen 2 und 4 Jahren sind. Leider werden die vom Bundesprogramm ausgeschlossen, gar nicht erfasst. Das heißt, die Reintegration in den Arbeitsmarkt, das ist ja, denke ich, jedem hinläufig bekannt, wird umso schwieriger, je länger ich dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung gestanden habe. Deswegen arbeiten wir sehr wohl auch mit unserer Stimme in Berlin, um dort zu Veränderungen zu kommen. Und wir machen auch nicht an dieser Stelle es so, dass wir das nicht mitnehmen, auch als Land, was seitens des Bundes kommt. Das ist doch Blödsinn, wenn wir es nicht machen würden. Aber wir versuchen, für einen Personenkreis auch eine Chance und eine Option zu geben, bei denen die bisherigen Instrumentarien nichts genutzt haben. Das müssen wir halt schlicht und einfach sehen. Und wir sind als Land, und Herr Dr. Bartelt hat das mit Recht gesagt, nicht originär für die Arbeitsmarktpolitik zuständig. Aber um zu wissen, wie man über Ausbildungsbudgets, Arbeitsmarktbudgets, mit Zielvereinbarungen, all das, was wir im Arbeitsmarkt machen, haben wir ja auch erprobt. Und wenn wir mit einem solchen Programm die Chance haben, einen Weg zu finden, Menschen, die lange nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden haben, in den Arbeitsmarkt wieder zu reintegrieren, dann haben wir einen Ansatzpunkt dafür, wie wir auch in Berlin verdeutlichen können, wo Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik dort möglicherweise vorgenommen werden müssen, um erfolgreich zu sein. Aber das geht doch nicht ins Blaue hinein. Und deswegen versuchen wir das, und das ist ein sehr innovativer Ansatz. Und das unterscheidet uns ja gerade in dem Bereich. Und gehen Sie einmal davon aus, dass ein solcher Ansatz nicht vorgelegt werden würde, wenn wir ihn nicht auch mit der Arbeitsagentur in Hessen abgesprochen und abgestimmt hätten und gefragt haben, was haltet ihr denn davon? Wie sieht das denn aus? Und die gesagt haben, das ist ein Weg, den man durchaus einmal probieren kann, weil er nämlich einen ganz wesentlichen anderen Ansatzpunkt hat als alle Bundesprogramme. Das kann man beklagen oder nicht, und sicherlich ist die Bundesanstalt dort zumindest beengt, weil sie können nur über die Jobcenter im Grunde genommen ihre Programme steuern. Und was wir mit diesem Programm machen können, das, was wir eben wissen, was erfolgreich ist, nämlich Regionalität, Vernetzung und anderes, wir können dieses Programm, weil wir es als Land auflegen, so steuern, dass man gebietskörperschaftsübergreifend, dass man Kommunen mit Unternehmen, mit Wohlfahrtsverbänden, mit vielen anderen mehr sich auf Projekte bewerben kann. Und damit wird Kreativität angeregt, damit wird Regionalität
gewährleistet. Und damit wird vor allen Dingen der Vernetzungsgedanke Rechnung getragen. Und natürlich Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktion erinnern. Zwei Sätze noch. Und deswegen sage ich, und deswegen müssen wir auch Kriterien teilweise sehr hart formulieren, weil wir Kriterien nicht so haben wollen wie in den bisherigen Programmen, von deren Wirksamkeit wir nicht unbedingt überzeugt sind, sondern wir sagen, ja, wenn ihr euch bewerbt, als Kommune, als Gebietskörperschaft übergreifend, und es ist beispielsweise kein Unternehmen dabei, dann wollen wir aber, dass ihr uns ein Unternehmen nennt, das ein Arbeitslosen, der bei euch ist, zu mindestens 30%, also mindestens 30% sozialversicherungspflichtig erstmal anstellt. Und dann schauen wir mal zu, was wir für Zuschüsse bei euch tun können in diesem Kontext. Da brauchen wir nämlich keine bundesgesetzlichen Änderungen, sondern das können wir machen. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass da viel Kreativität auf den Weg gebracht wird, dass Zusammenarbeit auf den Weg gebracht wird, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, sonst wären sie nicht in der Situation, eine Hilfestellung gegeben werden kann. Und dann lassen wir uns, wenn die Modelle angelaufen sind und wenn man einen Zeitraum hat, wo man auch eine Erfolgskontrolle oder eine Evaluation, wie es so schön heißt, vornehmen kann, dann über Erfolg oder Misserfolg reden. Eigentlich hätte ich die Erwartungshaltung, so wie es auch teilweise gemacht worden ist, zu sagen, wir könnten uns auch ein bisschen was anderes vorstellen, aber lassen wir es mal probieren und schauen danach, wie es ausgegangen ist. Und das ist halt jetzt noch zu früh, wenn wir es jetzt erst auf den Weg bringen. In einem Jahr sehen wir sehr viel weiter. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 70, abgehalten. Damit aufgerufen wurde Tagesordnungspunkt 28, Drucksache 19 aus 19, Antrag der SPD. Der wird in den SIA verwiesen.